What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen bei einer weiteren Folge Get Even. Wir gucken uns jetzt hier in diesem Raum um, was wir das letzte Mal nicht mehr gemacht haben. Wir haben hier nur die zwei oder drei Typen waren es, die drei Typen erledigt. Der Erinnerungsdoktor, kann dieser Kerl wirklich in den Geist von jemand anderem eindringen? Dieser Kerl... Er sieht schon so aus wie so ein Mentalist. Okay. Warum sind hier so viele Zielscheiben, Freunde? Und was liegt hier für ein Schreiben wieder? In Momenten wie diesen habe ich das Gefühl, mein ganzes Leben lang nichts anderes als eine Hochstaplerin gewesen zu sein. Und genau das ist meine einzige Stärke. Ich vermittle anderen Menschen ein bestimmtes Bild von mir. Ich kann niemandes Gesellschaft ich selbst sein. Ich gebe etwas vor, Schauspielerin. Was? Alter, ich lese schon wieder. So, nochmal. Ich kann in niemandes Gesellschaft ich selbst sein. Ich gebe etwas vor, Schauspielerin? Vor allem, wenn es um Männer geht. Okay. Als ich Jay kennenlernte, sollte er in mir die sexy Rebellin sehen, die einen Scheiß auf Regeln gibt. Als ich Robert beeindrucken wollte, wurde ich plötzlich das ruhige, geduldige, warmherzige und intelligente Mädchen, dessen innerster Wunsch es war, einen flüchtigen Blick auf seine Genialität zu erhaschen. Und jetzt verändere ich mich schon wieder. Während meine finanziellen Sorgen wie ein... Damokles Schwert über meinen Kopf schweben, ich bin in einem Teufelskreis gefangen. Jeden Tag wache ich auf und wiederhole ein und dasselbe Mantra. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Kälteste im ganzen Land? Die Kälteste? Oh Freunde, ich bin gerade wieder satt gefuttert. Ich habe mal eine kurze Pause gemacht und habe was gegessen. Und jetzt bin ich schon wieder voll. Okay. Security ID complete. Rose Atkins login now available. Ja, sehr cool. I picked the best man for the job. In and out, so we know that it's done. Then once we've got her, we just sit tight until the payment arrives. I'm not so sure if it will be that simple. It's paranoid. There's multiple alarm systems, CCTV. Listen, darling, it's a kidnapping, not rocket surgery. To be honest, I've lost count of how many snatches I've done. All you need to worry your pretty little head about is that the info you've given us is legit. You get me? I assure you my info is legit, Mr. Prado. It's what you're going to do with it that worries me. So, was liegt denn hier eigentlich noch? Eigentum von Rose wartet noch immer auf jemanden, der nicht so feige ist, es ihr wiederzugeben. Okay. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt normalerweise alles beisammen für den Computer. Das ist ganz geil eigentlich. Und ich glaube, hier gibt es dann eh nichts mehr, ne? Nö. Okay, dann gehen wir mal. Dann gehen wir doch einfach wieder runter. Und hier in den Raum. Renn doch nicht an die Wand! Und interagieren. Okay, let's try this out. Ah, the ID works. Okay, und jetzt prüfen. Mom's right not to trust her. How could you trust her? You are a victim. You set this all in motion. Wo sind wir denn jetzt wieder aufgewacht? Hier liegt eine Violine. Irgendein Zimmer hier. Hm.
prüfen. Ja. OMG, was geht, Schickse? Ich habe die Geschichte gelesen, die du mir am Mittwoch geschickt hattest. Zombie-Lehrer versus Vampirkinder. Sau lustig, Craze. Ich bin dein allergrößter Fan. Wann besaufen wir uns eigentlich mal wieder und machen einen Filmmarathon? What's up, Bitch? Und hier schreiben sie Schickse. Okay. Okay. Gut, gucken wir hier mal rüber. Ah. Da sind wir wieder hier in irgendwelche Erinnerungen. Naja, gucken wir uns doch mal hier einfach alles an. Ein gemaltes Bild von ein paar Blumen. Kann Hypnose bei einem Verhör hilfreich sein? Seit mehr als 50 Jahren ist die Hypnose für die CIA ein Thema der Faszination und Forschung. Im Glauben, dass sich die daraus resultierenden Möglichkeiten, die Entschlüsselung des Geistes, als nützlich erweisen würden, studierte die CIA die Hypnose in drei großen Studien: Bluebird, Artichoke und MKUltra. Morse Allen, der für das Ministerium für Innere Sicherheit arbeitet, beschäftigte nicht nur wissenschaftliche Experten der Hypnose, sondern führte auch mehrere wichtige Experimente durch, die den Wert der Hypnose für ein Verhör gegen den Willen einer Person erforschten. Alle hypnotisierten Sekretärinnen seines Büros, woraufhin diese vertrauliche Dokumente stahlen und sie völlig fremden Menschen überließen. Angeblich überzeugte er in einem Fall eine Mitarbeiterin, mit einer Pistole auf eine Kollegin zu schießen. Sie wusste nicht, dass die Pistole nicht geladen war. Sowas haben wir schon mal, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Trotzdem stellte sich bei späteren Experimenten heraus, dass diese Techniken sehr unzuverlässig sind und deutlich effektiver werden, wenn das Testsubjekt über eine positive Beziehung zum Hypnotiseur verfügt. Wenn sich beide noch nie zuvor gesehen haben, ist die Verlässlichkeit dieser Techniken so gut wie nicht gegeben. Eine Verhörsituation würde im Subjekt augenblicklich eine Abwehrhaltung gegenüber der hypnotischen Einflussnahme hervorrufen. Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite. War das in dem Spiel mit der Waffe, dass ich das gelesen habe? Ich weiß nicht mehr. Hey, it's Grace. I'm only home for another few days now, so let's arrange something soon. Oh, and make sure you check out that link I sent you. You'll love it. Anyway, call me back. Bye. Goodbye. Bye, Bian. Und viele Schmetterlinge. Hier liegt doch wieder was, oder nicht? Nö. Habe ich mich wohl geirrt. Da steht immer noch eine warme Tasse Kaffee. Auch hier. Was haben wir denn hier? Your first design. Oh, Katze. Mut. Geht es hier weiter? Konnte man das vorher schon? Ah, okay, okay. Alter. Neue Erinnerung. Wo? Wo? Was ist hier los, Freunde? Was ist hier passiert? Alles umgeworfen? What the hell? Freunde, Freunde, Freunde. Ich würde ja gerne, aber wie? Wie?
So, und jetzt sind wir wieder in dem Raum am Anfang. Ja, es ist wieder der Raum, Freunde. Den kennen wir schon zugute. Prüfen wir wieder das hier. Wir sind zurück. Aber hier ist alles umgeworfen. Hier sieht's aus. I called you on your mobile, I even called Rose. Nobody answered. Lenore, where is she? Where's Grace? Where's Grace, Freunde? Und das hier. Hilda? Oh je, Daddy, Mami und ich. Arbeitscomputer. Oder hat sich das Bild gerade geändert? Auch hier. Von schön auf so. Lenore! She's gone, Robert! She's gone! Aber warum und wohin? Wherever she is, I'll find her. I promise. You did this, didn't you? What? How could you even say that? Your obsessions, Robert. With work, with your technology, with Rose. It's all led us here. With Rose? Lenore, I have don't. No... Just... don't. Telefon. Wir gehen mal ran. Hello? Sorry to call you here, Rob. You weren't answering your mobile. I can't talk right now. I'll speak to you later. Is everything okay? She's gone. Who's gone? Lenore? I have to go. Whoa. Konzentrieren wir uns auf das Bild. Was passiert jetzt wieder? Understand now. That girl, Grace, that was the girl from the explosion. The girl with the bomb was Grace Ramsey. Yes, Mr. Black. The girl you failed to save. And you knew. You put me through all of this to find information that you could have just told me. Or was that not part of my fucking treatment? Gut, das haben wir uns ja schon denken können, dass das sie war. I needed you to remember. I needed you to understand who she was. I needed you to say her name. I'm sorry. Sorry, Mr. Black. For Grace. She was taken, kidnapped, held to ransom for Ramsey's memory tech. Your memory tech. It's you, isn't it? You're Robert Ramsey. Yes. I'm Robert Ramsey. And Grace, my Grace, was abducted for a ransom demand I never received. Oh, I don't know what to say, Robert. I'm just so... Save your pity. Save your emotions. I do not need them. All I need to know is who Rose and Jasper were working for. Who was behind it, Mr. Black? I don't know. But isn't it obvious? If I had to make a guess... Then you would be making assumptions. We deal with facts here, Mr. Black. Hard evidence, empirical data. I have my suspicions, yes, but we have come too far to throw it all away on guesswork. We must continue with your treatment. Treatment? There never was any treatment, though, was there? I'm not here through choice, am I? Although your memory is damaged, I see your intuition is not.
No, Mr. Black, this is not a hospital, but a prison. And unless you proceed, you will find me to be a less than hospitable warden. I am your lock. I am your key. I can be your enemy or I can be your salvation, but I will have my answers. Now, proceed. Ach, so ist das also. Gut, wir fahren natürlich fort. Hier haben wir schon alles angesehen. Wir fahren fort, dann dürften wir jetzt hier wieder rauskommen, genau. Handy, ja, liebes Handy. Neuer Eintrag, Moment mal, gucken wir mal, wo ist denn der neue Eintrag? Und dann diese Dinge, oder? Okay. Geht eh nicht anders und jetzt können wir nicht weiter. Wir sind irgendwo von da gekommen, aber an das kann ich mich gar nicht erinnern. Da komme ich ja gar nicht raus. Wo geht es denn dann hin? Was? Ach so. Hier kann ich eh nichts tun. Hier auch nicht und so weit hängt hier nichts. Ich muss immer ein bisschen gucken, ob hier irgendetwas an der Wand hängt, was wir vielleicht verpassen könnten. Hier kommen wir auch nicht raus. Hat sich jetzt was... Ah, okay. Jetzt ging es hier auf. Es verändert sich dann immer etwas, Freunde. Hier gibt es wohl wieder einige Dinge zum Ansehen. Was haben wir denn hier für einen Bericht zum Prüfen? Ah, kein Betreff, auf jeden Fall. Da fällt mir ein, wir müssen Black besser im Auge behalten. Er ist der Typ Mann, vor dem man schlecht etwas geheim halten kann. Ich glaube kaum, dass er von unserem Vorhaben begeistert ist. Seien Sie vorsichtig. Und vergessen Sie nicht, ich gehe mit Ihnen ein großes Risiko ein, Jasper. Enttäuschen Sie mich nicht. Wenn alles über die Bühne geht, gebe ich die erste Runde aus. XO. Und hier... Rose Atkins am 11. Januar 1984. Die Ausbildung Sonnenfeld University, Master of Science an der Fakultät für Informatik, Ingenieurswesen und Umweltbebauung. Karriere in FDG, Februar bis Oktober 2008. Praktikum in der Wissenschafts- und Technologieabteilung, November 2008 bis heute. Arbeitete als Laborassistentin von Robert Ramsey an den folgenden FDG-Projekten: F10 Augmented Reality Helm System, Corner Gun Waffensystem, Gedankenvisualisierungsheadset, noch in der Entwicklung. Die liebe Rose ist in meinem Alter, zumindest mein Baujahr. Zumindest das. Und hier. Willkommen an Bord. Bin froh, dass du bei uns bist, Atkins. Ich weiß, dass es keine leichte Entscheidung war. Achte einfach auf die allgemeine Stimmung und lass Jane nichts Dummes anstellen. Vergiss nicht, was ich dir über ihn erzählt habe. Mhm. Ja. Priorität haben wir hier hoch. Herr Hopkins, wie gewünscht sende ich Ihnen eine Kopie der E-Mail von Rose zu. Um es kurz zu machen, sie scheint eine Gehaltserhöhung zu verlangen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dermaßen unersetzbar ist, wie sie vorgibt zu sein, aber vielleicht liegt das auch nur an mir. Mit besten Grüßen, Madeleine. Madeleine, liebe Madeleine, mit diesem Schreiben bitte ich Sie offiziell, meine Stellenbezeichnung zu etwas anderem als Laborassistentin aufzuwerten. Mein Mitwirken an Dr. Ramses Pandora Savant war wesentlich und er teilte mir bereits mehrmals mit, dass er nicht wisse, was er ohne mich tun würde. In den letzten Wochen habe ich bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet, um Dr. Ramsey bei der Bereinigung von Programmfehlern und dem allgemeinen Verständnis der Technik zu unterstützen. Um diese Zeit aufzubringen, musste ich mich in anderen Lebensbereichen erheblich einschränken. Ich würde mich niemals beschweren, denn ich liebe meine Arbeit durch und durch. Allerdings denke ich, es ist an der Zeit, dass FDG meine Bemühungen anerkennt.
Falls nötig, würde ich mich darüber freuen, die Angelegenheit mit Herrn Hopkins persönlich zu besprechen. Okay, die liebe Rose. Naja, warum auch nicht? Wenn sie ja wirklich gut beteiligt war, dann ist es ja auch ihr gutes Recht. Die neuen FTG-Projekte, Statistiken, Name des Angestellten, Projekt, Arbeitsstunden am Projekt, Gesamtstunden, Aslan Craig, Keen Eye Laservisier, okay, was 2080 Arbeitsstunden im Jahr, dann die Atkins mit 2900 Arbeitsstunden im Jahr beim F10 Argumented. Ihr könnt euch das ja selbst ein bisschen durchlesen, Freunde. Cole Logan mit der Corner Gun. 520 Arbeitsstunden im Jahr. Foster George, Keen Eye Laservisier, 400 Stunden und gesamt 1040 Arbeitsstunden im Jahr, auch mit der Corner Gun. Das war die Seite 7 von 12. Hier liegt noch einiges herum, das wir uns in der nächsten Folge ansehen, Freunde, nämlich nicht mehr hier. Hier machen wir wieder einen geschmeidigen Cut und du weißt ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen und natürlich freue ich mich auch sehr über dein Abo. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss.